Gibt es Messenger, die die DSGVO nicht verletzen? Bestimmte Messenger-Dienste kann ich Ihnen nicht empfehlen, da ich als Anwalt solche Dienstleistungen nicht bewerben darf. Ich empfehle Ihnen aber, sich nach solchen Messenger-Diensten zu erkundigen, die dem europäischen Datenschutzstandard entsprechen. Also es gibt natürlich Anwendungen, die datenschutzkonformer arbeiten als andere. Leichter haben es erstmal Anwendungen, die ihren Sitz hier in der Europäischen Union haben und damit ja eher vertraut sind mit den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung. Was aber eigentlich die Krux bei digitalen Anwendungen mit der Datenschutzgrundverordnung ist, ist wirklich immer zu informieren, dass diese Tools benutzt werden und welche Daten diese Tools benutzen, verarbeiten und vielleicht auch weiterleiten. Also es gibt keine Sortierungs-, Strukturierungsanwendungen mehr oder Plattformen, Communities, Videoplattformen, die eigentlich außerhalb der Datenschutzgrundverordnung liegen. Alle Anwendungen sind betroffen und man muss sich jedes Mal Gedanken machen, welche Daten werden mit dieser Anwendung verarbeitet. Und dann muss man eben umfassend darüber informieren. Egal wie gut das Unternehmen oder die Anwendung ist, man muss leider sich jetzt offensiv Gedanken machen, wie man Daten verarbeitet. Sie haben den Überblick verloren? Unter jugend.beteiligen.jetzt/Videoreihe und auf unserem YouTube-Kanal können Sie sich alle bisher erschienenen Folgen der Webvideoreihe noch einmal ansehen. Hintergrundinformationen zu den Inhalten dieser Folge finden Sie in der Beschreibung unterhalb des Videos.